Aber wer trifft denn letzten Endes die Entscheidung des Ärgerns? Du oder dein Gegenüber oder die Situation, in der du dich gerade befindest? Du selbst oder jeweils wir selbst treffen die Entscheidung, uns zu ärgern. Wir sind in dem Moment außer uns. Sagt der Volksmund ja auch, ich war außer mir, wie der sich mir gegenüber verhalten hat. Ich war außer mir, weil der mir die Vorfahrt genommen hat, was auch immer. Wir selbst sind verantwortlich für unsere Gefühle und für unsere Emotionen. Und wir selbst steuern die auch. Und deshalb können wir selbst auch die Entscheidung treffen, ich ärgere mich oder ich lasse es. Ich beschwere mich oder ich mache es mir leicht, um das gleich mal umzudrehen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Du darfst es dir erlauben, glücklich zu sein und heute einen freudvollen Tag zu haben, dir zu gestalten. Einen wunderschönen guten Morgen. Mal schauen, wer hier am Sonntagmorgen um 8 Uhr schon hellwach, topfit und voll guter Energie ist. Gib mir gerne mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, damit ich dich sehen kann hier. Damit ich sehen kann auch, oder sehen kann genau, ob ich gut zu hören und zu sehen bin. Und dann kann es auch gleich schon losgehen. Heute, Tag 14 der Challenge. Der 21-Tage-Challenge. Heute möchte ich mit dir gemeinsam dich mal lösen von Ärger und von Beschwerden. Und deshalb mal gleich die Frage an dich. Wann hast du dich zum letzten Mal geärgert? Lass mal Revue passieren. Vielleicht hast du dich sogar heute Morgen schon geärgert über dich selbst, über deinen Mann, über deine Kinder. Oder überleg einfach mal, wann hast du dich zum letzten Mal über etwas geärgert? Über deine Kollegin, über deinen Chef, deinen Vorgesetzten oder weil sich jemand an der Kasse vorgedrängelt hat, weil dir jemand gegenübergestanden hat, der auf irgendeine Art und Weise mit dir gesprochen hat. Und du hast dich geärgert über die Ausdrucksweise, die Art und Weise von dem Gegenüber. Oder dir hat jemand die Vorfahrt genommen und du hast dich deshalb geärgert, den ganzen Tag warst wütend. Wann war das das letzte Mal? Hast du da noch eine Erinnerung dran? Ich gehe mal von aus, wenn du so überlegst, fällt dir so einiges ein in der Richtung. Und jetzt überleg mal, wenn du dich so ärgerst, schenkt dir das Energie oder raubt dir das Energie? Ich hatte da so im wahrsten Sinne des Wortes so ein Augenöffner-Gespräch mit dem wunderbaren Kurt Tepperwein. Ich hatte die Ehre, einige Interviews mit ihm zu führen. Und er hatte in einem dieser Interviews zu mir gesagt, und da hat es mich fast vom Hocker gehauen, ich habe mich, genaues Datum weiß ich jetzt nicht mehr, es war auf jeden Fall eine gefühlte Ewigkeit, so vor 20 Jahren etwa, aber er hat mir genau das Datum gesagt, zum letzten Mal geärgert. Und da dachte ich, wow, was für eine Weisheit, wie großartig ist das? Die Entscheidung zu treffen, dass ich mich ab sofort nicht mehr ärgere und das vor allem auch durchziehe, mich daran auch halte, auch im Hinblick auf Beschwerden. Überleg mal, wann du dich zum letzten Mal über irgendetwas beschwert hast, über dein Umfeld, deine Freundin, die Politik, wenn du Nachrichten geschaut hast oder du bist mit anderen Menschen zusammen und du beschwerst dich mit ihnen zusammen über unsere politische Lage, über keine Ahnung, was auch immer. Ich möchte da gar nicht so viele Beispiele jetzt nennen, um diesen Themen nicht Energie und Futter zu geben. Überleg einfach mal für dich, wann hast du dich zum letzten Mal beschwert? Und stell dir dann mal die Frage, schenkt dir das Energie oder raubt dir das Energie? Und in diesem Wort Beschwerde steckt schon das Wörtchen Beschweren drin.
Was machen wir damit, wenn wir uns beschweren? Wir beschweren uns, nämlich uns selbst. Wir legen eine Last auf uns. Und mit dieser Last laufen wir dann weiter. Und so lastet eigentlich ganz, ganz viel in der Richtung auf unserem Rücken, was energetisch gesehen im Übrigen zu Rückenproblemen auch führt. Das fängt hier an, Schulter-Nacken-Syndrom. Wenn es dann zu viel wird, geht es in den mittleren, oberen Rücken, in den mittleren Rücken und dann weiter runter und dann kommt irgendwann der Bandscheibenvorfall. Ein anderes Thema jetzt, könnten wir auch mal noch hier ein Thema draus machen. Denn du kannst jedem, absolut jeder Disharmonie, jedem Krankheitssymptom, das du hast, auch eine energetische Ursache zuordnen. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum Ärgern und zum Beschweren. Denn ich möchte dir ja Impulse heute hier schenken, wie du aufhörst, dich zu beschweren und dich zu ärgern. Wir sagen zwar, wenn der Vorgesetzte einem gegenübersteht und auf irgendeine Art und Weise sich einem gegenüber verhält und etwas sagt, der hat mich geärgert. Aber wer trifft denn letzten Endes die Entscheidung des Ärgerns? Du oder dein Gegenüber oder die Situation, in der du dich gerade befindest? Du selbst oder jeweils wir selbst treffen die Entscheidung, uns zu ärgern. Wir sind in dem Moment außer uns. Sagt der Volksmund ja auch, ich war außer mir, wie der sich mir gegenüber verhalten hat. Ich war außer mir, weil der mir die Vorfahrt genommen hat, was auch immer. Wir selbst sind verantwortlich für unsere Gefühle und für unsere Emotionen. Und wir selbst steuern die auch. Und deshalb können wir selbst auch die Entscheidung treffen, ich ärgere mich oder ich lasse es. Ich beschwere mich oder ich mache es mir leicht, um das gleich mal umzudrehen. Und so kannst du auch jede Situation wandeln. Mit dem Beispiel, du ärgerst dich, weil dir jemand die Vorfahrt genommen hat. Wenn das morgens schon passiert, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, dann kommst du am Arbeitsplatz an und erzählst diese Situation vielleicht auch noch im Kollegenkreis. Schenkst dieser Situation Energie, bist weiter im Ärger drin. Kommst mittags nach Hause, dein Mann kommt nach Hause und dann sagst du ihm, du stell dir mir vor, heute Morgen, der Idiot und. Und bist schon wieder im Ärger drin. Und so hast du dir selbst den ganzen Tag verdorben. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Wenn du drüber nachdenkst, wirst du deine eigenen Beispiele, wird es dir wie Schuppen von den Augen klar werden, wie oft du dich ärgerst, wie viel du dich ärgerst, wie viel du dich beschwerst. Über Situationen, über andere Menschen, was auch immer. Und so, nicht nur, dass du selbst ja die Entscheidung triffst und dich selbst beschwerst, raubt dir das ja letzten Endes Energie. Und bleiben wir vielleicht nochmal bei dem Beispiel, dir hat jemand die Vorfahrt genommen und du bist so voller Ärger. Kriegt derjenige das mit? Oder wie fühlt der sich den ganzen Tag? Du weißt es nicht, aber der hat es vielleicht überhaupt nicht gemerkt oder hat es wahrscheinlich nicht gemerkt, sonst hätte er dir ja nicht die Vorfahrt genommen. Er hat einen wunderbaren Tag und du ärgerst dich den ganzen Tag. Wem bringt das etwas, außer dass es dir Energie raubt? Du könntest in dem Moment dich auch loben, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Du könntest dir zum Beispiel auch selbst auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, was bin ich für eine tolle Frau, was bin ich für ein toller Mann, was habe ich für eine tolle Reaktion. Ich habe es jetzt geschafft, einen Unfall zu verhindern. Ich habe rechtzeitig in die Bremse getreten und ich habe Schlimmeres verhindert. Du könntest dich sogar noch loben dafür. Und stattdessen sind wir dazu geneigt, uns zu ärgern. Ist das nicht ein grandioses Beispiel, was so die Augen öffnet in der Richtung? Also du kannst künftig bitte dir bewusst machen, was bringt es dir, dich zu ärgern
es raubt dir Energie. Was wäre schlauer? Aufzuhören zu ärgern. Und das kostet manchmal auch Kraft und Energie. Weil unser Ego, das ist manchmal so stark, das will sich ärgern. Man macht dir bitte bewusst, du versetzt dich letzten Endes selbst in eine negative Energie, es raubt dir Energie und überwinde das einfach mal. Wenn du dich darin mal übst, so ein-, zweimal es gemacht hast und merkst, ach, wie gut das tut, das wird dir immer wieder die Rückenstärkung geben, dich davon zu lösen und aufzuhören, dich über Dinge und Situationen zu ärgern, dich auch über dich selbst zu ärgern und geschweige denn dich zu beschweren im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, das ist das eine. Dann möchte ich dir noch was sagen zu den Situationen im Alltag, wo wir dazu geneigt sind, uns zu ärgern, weil jemand uns gegenübersteht und auf eine gewisse Art und Weise sich uns gegenüber verhält. Oder wir sind irgendwo bei der Familienfeier und es geht so ein Programm ab, wo wir andere, die dabei sind oder am Geburtstag oder irgendwo abends unterwegs, sehen andere Menschen und beurteilen und bewerten diese aufgrund ihrer Art, wie sie sich verhalten, wie sie sich kleiden oder wie sie sich dir gegenüber verhalten. Wie wäre es, den oder diejenige als Arschengel zu erkennen? Das ist so ein wunderbarer Begriff, den ich vor vielen Jahren mal von Robert Beetz übernommen habe. Und ich finde, das trifft es so genial. Denn schau mal, wenn dir jemand gegenübersteht und verhält sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dir gegenüber, sagt irgendetwas, wo du dazu geneigt bist, dich zu ärgern, wo du dich angegriffen fühlst, dann ist es letzten Endes dein Arschengel. Und dieser Begriff ist wirklich genial, denn er setzt sich ja zusammen aus Arsch und Engel. Dieser Mensch, der dir gerade gegenübersteht, und sich auf irgendeine Art und Weise so verhält, ist man ja dazu geneigt, innerlich zu denken, du Arsch. Ja? Auf der anderen Seite ist es aber dein Engel. Er ist sich dessen nicht bewusst, denn er verhält sich dir gegenüber auf eine Art und Weise, wie es in dir auf Resonanz stößt. Wenn es tief in dir nicht irgendwie den Zweifler oder den Gedanken gäbe, wenn er dir irgendetwas vorwirft, ja, ich hätte das ja besser machen können oder du an dir selbst zweifelst oder Gedanken in dieser Richtung in dir drin sind, dann wird dich das ja nicht berühren. Ich habe da so ein schönes Beispiel, das mir gerade einfällt. Wir beide sind miteinander befreundet und sitzen bei dir im Wohnzimmer und ich gucke mich so um und sage, Mensch, was bist du für eine Schlampe? Du könntest ja ruhig mal hier ein bisschen aufräumen und ein bisschen ordentlicher sein und mal wieder hier putzen. Wenn tief in dir Gedanken sind in der Richtung, ja, ich wollte ja eigentlich die ganze Zeit hier schon mal wieder putzen und aufräumen und eigentlich ist es mir auch unangenehm hier, wenn es tief in dir so denkt und ich in dem Moment mir dessen gar nicht bewusst bin und das von mir gebe, dann stößt es auf Resonanz in dir und du bist dazu geneigt, dich zu ärgern, bist vielleicht auch wütend auf mich, weil Gedanken in der Richtung in dir drin sind. Und deshalb bin ich in dem Moment eigentlich, ohne dass ich mir dessen bewusst bin, dein Engel, weil ich dich darauf hinweise, da gibt es etwas in dir, was dich zweifeln lässt. Ist das so in Ordnung hier oder ist es nicht so in Ordnung hier? Wenn es in dieser Richtung aber nicht in dir denkt, dann stößt das überhaupt nicht auf Resonanz in dir. Dann wirst du mich auslachen und sagen, hey, ich weiß gar nicht, was du hast, hier ist alles in bester Ordnung. Und ein anderes Beispiel vielleicht noch, wenn dein Umfeld dich immer kritisiert wegen irgendetwas, wegen deinem Tun, wegen deinem Handeln, wegen deinem Äußeren, keine Ahnung, irgendwas.
wenn es tief in dir denkt, so wie ich bin, so bin ich nicht in Ordnung, dann ist das Umfeld, dein Äußeres, dein Gegenüber, auch da dein Arschengel. Also du bist dazu geneigt, immer zu denken, du Arsch. Auf der anderen Seite ist es aber dein Engel, weil dein Engel in Form von dieser Person, die ich darauf hinweisen möchte, hey, da ist etwas in dir, du zweifelst an dir, du hast so viele Selbstzweifel, du hast Gedanken in dir, so wie ich bin, so bin ich nicht in Ordnung, ich bin nicht gut genug, ich bin viel zu klein, ich kann das nicht, ich bin zu dumm, ich bin jetzt zu alt oder keine Ahnung, was da alles an Glaubenssätzen aufkommt. Und da gilt es hinzuschauen, die gilt es zu lösen, da gilt es, diesen Hinweis zu erkennen und statt sich zu ärgern, hier hinzuschauen, ins Herz, diese Botschaft der Seele, was dieses Gefühl auslösen mag und diese Glaubenssätze, was da in dir drin ist, zu erkennen und zu wandeln und dir bewusst zu werden, was für eine großartige Persönlichkeit du bist. Du kannst diese ganzen Glaubenssätze und diesen ganzen Kram ja umwandeln. Niemand anderes kann das für dich. Du denkst deine eigenen Gedanken und du hast deine eigenen Glaubensmuster und Prägungen. Und nur du selbst kannst diese auch wandeln. Okay? Und wie wäre es, wenn du jetzt die Entscheidung triffst, künftig nur noch die Dinge oder dich zumindest auf den Weg zu begeben? Mir gelingt das auch nicht immer, aber ich merke es recht schnell, sodass ich da das Ruder nochmal umreißen kann oder auch manchmal so ganz amüsant mich selbst beobachte und denke, ah, das Universum schickt dir mal gerade wieder eine Botschaft, da gilt es mal wieder hinzuschauen. Also wenn du präsent im Hier und im Jetzt bist und vielleicht wirst du jetzt in der nächsten Woche oder vielleicht auch heute noch ganz viele Arschengel entdecken, die in deinem Umfeld sind. Und wenn du dann die Entscheidung triffst, okay, ich höre jetzt auf, mich zu ärgern, sondern beginne mich mehr zu loben. Denk an die Situation mit dem Unfall, den du vermieden hast, weil du rechtzeitig reagiert hast. Da gibt es viele andere Situationen ja auch, wie der Alltag, wie das Universum dir die Situation einfach schickt. Ich höre auf, mich zu beschweren. Und ich erkenne künftig diese Botschaften, die das Außen mir schickt, immer wenn in mir ein Gefühl in der Richtung ausgelöst wird, erkenne ich das Gefühl und erkenne die Botschaft, die dahinter sich verbirgt. Das ungute Muster, die Prägung, die mich klein hält, die mich ohnmächtig fühlen lässt, die eine Trauer in mir verborgen hält, die mich wütend werden lässt. Und dann kannst du das auflösen. Und damit es dir auch gelingt, mit dem Gegenüber in Frieden zu sein. Wenn du dir in der Situation auch bewusst machst mal, dass dein Gegenüber genauso wie du aus der gleichen Quelle kommt, nennen wir es die Quelle allen Seins, aus dem Licht und aus der Liebe, aus dem Universum. Irgendwo kommen wir ja alle her. Und wenn du dir bewusst machst und dich dem Gedanken öffnest, dass dein Gegenüber genauso wie du hier das Licht der Welt erblickt hat und nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung auf der Suche ist. Und dass dein Gegenüber genauso wie du schon viele Verletzungen und Wunden und Enttäuschungen erlebt hat. Und dass es jetzt auch genauso wie du auf der Suche ist nach einem glücklichen, erfolgreichen, erfüllten und gesunden Leben. Das heißt nicht, dass du damit einverstanden sein musst, wie dein Gegenüber sich dir gegenüber verhält, sondern auf die Art und Weise mit dieser Denke mag es dir einfach gelingen oder besser gelingen, das als Botschaft des Universums für dich zu sehen, den nächsten Schritt zu gehen, dich weiterzuentwickeln, also künftig mehr die Dinge zu tun, die dir Freude bereiten, die dir Energie schenken, statt dich weiter zu ärgern und zu beschweren und es als Arschengel zu sehen, dein Gegenüber, um hier Dinge einfach aufzulösen. Und in dem Sinne kannst du mit einer gewissen Gleichgültigkeit deinem Gegenüber auch begegnen. Ja, macht das Sinn?
Schreib es mir mal ins Kommentarfeld rein. Schreib mir einfach mal ein Ja oder Nein, es macht für mich keinen Sinn, weil. Aber wenn du mit dem Herzen dahin laufst, mit deinem Herzen hier dabei bist, und das bist du, das weiß ich, es macht Sinn. Und so begibst du dich mehr und mehr auch auf den Weg zu dir selbst, kannst Themen lösen und erkennen, hörst auf, dich zu ärgern und hörst auf, dich zu beschweren, im wahrsten Sinne des Wortes, und schüttelst immer mehr und mehr, Tag für Tag, immer mehr und mehr Last von dir und löst dich und befreist dich. Du kannst das im Übrigen auch noch, wenn dir jetzt solche Situationen bewusst werden, durch das, was ich dir hier jetzt so als Inspiration gegeben habe, kannst du dich auch einfach mal hinstellen und dir vorstellen, wie du das alles abschüttelst. Also so den ganzen Körper einfach mal durchschütteln. Ja? Augen schließen, wenn es sich gut für dich anfühlt, gerne auch irgendwie laute Musik anmachen und dich so einfach mal abschütteln. Das hilft dir dann auch, diesen Wut, diesen Ärger, das Ego zu überwinden, das ich einfach ärgern möchte, und dich so einfach zu befreien. Ja, das war heute Tag 14 unserer 21-Tage-Challenge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Genieße den Tag ohne Ärger, ohne Beschwerden, und achte mal auf die Botschaften des Universums und klopf dir auf die Schulter, dass du dich selbst auch loben kannst, dass du jetzt diese Inspiration hier bekommen hast, dass du hier an der richtigen Stelle warst oder bist, um dir diese Inspiration zu holen, um dich weiter auf den Weg zu dir selbst, zu deiner wahren Größe, Stärke und Energie zu begeben und dich mehr und mehr von allem zu befreien und durchzustarten. Eine ganz, ganz liebe Umarmung, sonnige Grüße, hab einen wunderbaren Sonntag, genieße den Tag so, wie es zu dir passt, und wir sehen uns morgen nochmal pünktlich um 8 Uhr. Bis dahin, ciao, ciao.